Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Vor allem aber begrüße ich euch herzlich zu diesem Video-Special von Gamers Global, in dem ich auf die Indiana Jones-Reihe zurückblicken möchte. Wie üblich handelt es sich um einen persönlichen Rückblick, in dem ich zwischendrin auch immer wieder mal die eine oder andere Anekdote einfließen lasse. Bevor ich anfange, noch ein kleiner Hinweis. Der Hauptfokus meines Rückblicks liegt auf den beiden LucasArts Adventures The Last Crusade und The Fate of Atlantis. Ich werde aber auch hier und da auf die ein oder andere Videospielumsetzung mit dem wohl berühmtesten Archäologen überhaupt eingehen. Die Videoszenen stammen natürlich allesamt von mir selbst, wobei ich bei Indie 3 die englische Fassung verwende, abseits von Auszügen aus der Talkie-Version von Indie 4, aber größtenteils auf die deutschen Versionen zurückgreife. Wann genau ich Indiana Jones in The Last Crusade zum ersten Mal gespielt habe, kann ich rückblickend gar nicht mehr so genau sagen. Klar ist, dass ich den Kinofilm, der als Vorlage fürs ebenfalls 1989 erstmals veröffentlichte Spiel diente, bereits gesehen hatte, als ich mich zum ersten Mal auf die Suche nach dem Heiligen Gral begeben habe. In vielen Fällen hilft die Kenntnis des Films dann auch spielerisch weiter, was bereits im Prolog des Spiels deutlich wird. Denn hier weiß man ziemlich genau, mit welchem Vorschlag an die Studenten man in Indys Büro kommt und auch, dass man danach zur Sicherheit aus dem Fenster klettern muss, anstatt noch einmal durch den prall gefüllten Raum von Indys Sekretärin zu latschen. Gewisse Parallelen wie diese ziehen sich durch das gesamte Spiel, etwa in der Szene in Berlin, als sich Indy das Gralstagebuch seines Vaters am Rande einer Bücherverbrennung der Nazis zurückholt. Genauso wie im Film entkommt man der Situation, wenn man Hitler das Tagebuch überreicht, indem er dann ein Autogramm hinterlässt. Aber wer würde sich die alternative Möglichkeit im Spiel nicht entgehen lassen, stattdessen dem widerlichsten Quadratbartträger der Geschichte eins auf die Fresse zu geben? Dummerweise führt das unweigerlich zum Ende des Abenteuers und wie in vielen anderen Adventures dieser Zeit gibt es in Indie 3 eine Reihe von Situationen, in denen der Hauptheld das Zeitliche segnen kann. Bei besonders vielen Gelegenheiten besteht die Gefahr auf Schloss Brunwald, in dem die Nazis Indys Vater festhalten. In der von Boris Schneider lokalisierten deutschen Fassung waren die Hakenkreuze natürlich auch dort nicht zu sehen, sondern wurden seinerzeit von ihm selbst durch schwarze Quadrate ersetzt. Im Schloss trifft Indy jedenfalls auf eine Reihe von Soldaten, wobei die in den optionalen Räumen auf verschiedenen Etagen den Spieler im Regelfall sofort in einen Faustkampf verwickeln. So richtig schwer waren und sind diese Auseinandersetzungen zwar nicht, die ihr über den Ziffernblock steuert. Allerdings erholt sich Indy nur an bestimmten Stellen im Spiel, sodass man entweder richtig gut mit dem Kampfsystem zurechtkommen oder einfach nur viel Glück haben muss, um mehr als drei davon ohne Niederlage zu überstehen. Allerdings kann man theoretisch sämtliche Wachen im Spiel, denen man nicht aus dem Weg gehen kann, überlisten. Das berühmteste Beispiel dafür ist gewiss der Soldat, der uns in der deutschen Fassung mit »Hey, sieh da« mit der Lederjacke anspricht. Denn dem können wir weismachen, dass wir die Dinger verkaufen. Und wenn man auch noch einen angemessenen Preis dafür verlangt, lässt uns die Wache einfach weiterziehen. Das geht auch bei vielen anderen Wachen im Spiel, wobei sich manche nur dann überzeugen lassen, wenn wir Indy die Klamotten eines Kellners oder eines deutschen Offiziers angezogen haben. Beachtlich bei einem Spiel von 1989 ist dabei besonders, dass man beim Passieren einer bereits überzeugten Wache unbedingt dieselbe Kleidung tragen sollte wie bei der ersten Begegnung. Denn ansonsten gibt es dennoch Prügel. Woran ich damals am längsten geknabbert habe und es mir sogar einmal fast gelungen war, ihn im Kampf zu besiegen, ist der Muskelberg Biff, bei dem ich fast sicher bin, dass die Entwickler bei dessen Namen an Zurück in die Zukunft dachten. Denn das Kraftpaket ist an sich kaum zu besiegen, außer man füllt einen großen Pokal mit Bier und Biff damit ab, wodurch Indy ihn mit nur einem Schlag umhauen kann. Seit meinem ersten Mal in Indy 3 jedenfalls habe ich es bei jedem meiner locker 30 oder 40 Spieldurchgänge versucht, abseits vom One-Punch-Kampf mit Biff sämtliche Duelle zu vermeiden. Hundertprozentig sicher bin ich zwar nicht, aber selbst bei den drei aufeinanderfolgenden Grenzposten nach dem Verlassen Berlins in Richtung Iskenderun ist es mir damals gelungen. Die Voraussetzung dafür aber erfordert eine gewisse Vorbereitung auf Schloss Brunwald. Denn erfolgreich bestechen kann man eine der Wache nur, wenn man im Spielabschnitt zuvor ausreichend Knete zusammengeklaubt hat. Spielerisch gut gefallen hat mir Indiana Jones and the Last Crusade, aber nicht zuletzt auch deshalb, da es bereits teils unterschiedliche Lösungsoptionen gab und sich die Rätsel mit jedem Spieldurchgang deutlich voneinander unterscheiden. Zu den bekloppten Dingen zählt unter anderem eine Weinflasche, die man anhält, wenn man dem jungen Pärchen in Venedig den Tropfen madig macht.
Für einen anderen Zweck muss man sie dann mit Wasser füllen. Das geht aber nicht nur an verschiedenen Stellen am Schauplatz Venedig. Wer will, darf sogar den langen Weg zum Barnett College in die USA zurückreisen und dort Wasser in die Pulle füllen. Aber möglicherweise hatte ja auch Indies Airline ein Meilenprogramm. Indiana Jones and the Last Crusade ist jedoch in jeder Hinsicht fast schon ein Witz im Vergleich mit dem Nachfolger Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hauptverantwortlich waren seinerzeit Drehbuchautor Hal Barwood und Noah Falstein, die viele Jahre später nochmal für DTPs Adventure Mata Hari zusammenarbeiten sollten oder vielleicht auch eher gegen ein gewisses Entgelt ihren Namen verwenden ließen, aber letzteres ist reine Spekulation meinerseits. In Indie 4 begebt ihr euch jedenfalls auf die Suche nach dem untergegangenen Reich von Atlantis, wobei ihr euch einmal mehr einen Wettlauf mit den Nazis liefert. Das Abenteuer sollte damals, ähnlich wie der Vorgänger, auch eher eine Art Tie-In zu einem weiteren Kinofilm werden, der, nach allem was man weiß, wohl daran scheiterte, dass Indie-Darsteller Harrison Ford nach 3 relativ knapp aufeinanderfolgenden Filmen nicht wollte. Die größte Besonderheit von Indiana Jones and the Fate of Atlantis besteht in 3 teils völlig unterschiedlichen Lösungswegen, bei denen sich Indy entweder ohne den teils spielbaren Sidekick Sophia Hapgood durchrätseln will, alleine einen Actionpfad begeht oder gemeinsam mit Sophia loszieht. Denn inhaltsgleich sind hier nur der Prolog und der abschließende Teil in Atlantis, wobei es auch dort eine Reihe von Unterschieden gibt. Beispielsweise sucht ihr im Prolog nach dem verlorenen Dialog Platos, auf dessen Verbleib ihr bei einem Händler auf den Azoren den entscheidenden Hinweis erhaltet. Mit jedem Spieldurchgang allerdings ändert sich die Sammlung, in der sich der verlorene Dialog befindet. Um nur 2 der 4 Alternativen zu benennen, mal handelt es sich um ein Buch in einem Regal, das bereits im interaktiven Intro auf Indie stürzte. Mal steht das gesuchte Buch in einer Katzenfigur aus Wachs, die man entsprechend an einem Ofen des Kellners vom Barnett College schmelzen muss, um an das Buch zu kommen. Noch viel größere Abweichungen gibt es aber in den 3 unterschiedlichen Lösungspfaden, wobei die beiden Alleingänge mit Rätseln oder Action nicht in jeder Hinsicht ihrer Bezeichnung entsprechen mögen. Ich könnte etliche Beispiele nennen, wo sich die 3 Wege unterscheiden. In einer Variante ist in Monaco beim Händler Alain Trottier etwa nicht viel mehr zu tun, als ihm in einem kleinen Dialogrätsel eine Visitenkarte zu entlocken, die man dann später in Algerien braucht. In den beiden anderen Pfaden ist in Monaco deutlich mehr zu tun, wenn er Trottier entweder bei einer gefakten Seance mit dem selbsternannten Medium Sophia austrickst oder ja tatsächlich im Rätselpfad das Auto der Nazi-Entführer Trottiers so oft auf den Straßen Monte Carlos rammen müsst, bis sich das braune Gesocks aus dem Staub macht. Je nach Fahrt fallen auch mal komplette Schauplätze weg. Die kleine Atlantis-Kolonie auf der Insel Terra etwa bereist ihr ausschließlich im Rätsel- und Actionfahrt. In einem Heißluftballon seid ihr hingegen zwar in allen 3 Varianten unterwegs, aber mal fliegt ihr damit einfach zur großen Atlantis-Kolonie auf Kreta, mal müsst ihr auf dem deutschen U-Boot des Nazi-Gegenspielers Kerner landen und im gemeinsamen Fahrt mit Sophia begebt ihr euch mit dem Luftgefährt auf die Suche nach einer Ausgrabungsstätte in Algerien. Und auch wie er letztlich nach Atlantis kommt, ist völlig unterschiedlich. In einem Fall reist er mit einer Art Zug, der seine Energie durch das atlantische Orichalcum erhält, in das untergegangene Reich. Wer den Actionpfad begeht, streift sich einen Taucheranzug über und beim gemeinsamen Weg übernimmt er die Kontrolle über das deutsche U-Boot, das er im Rahmen eines kleinen Minispiels in den richtigen Zugang manövrieren müsst. Und das alles sind wirklich nur Beispiele für eine Vielfalt, mit der Indiana Jones and the Fate of Atlantis als eines von nur wenigen Adventures tatsächlich einen sehr hohen Wiederspielwert erreicht. Wer die Action und die Möglichkeit zu scheitern am Vorgänger nicht mochte, musste sich darüber in Fate of Atlantis keine Sorgen mehr machen. Denn sterben kann Indy nicht mal etwas Grundlegendes falsch machen. Es gibt insbesondere im Actionfahrt zwar noch Faustkämpfe, die so ähnlich wie die in Indy 3 aussehen. Nach jedem Kampf aber füllt sich eure Lebensenergie wieder auf und bis auf einen einzigen Soldaten könnt ihr sämtliche Gegner mit einem Trickschlag mit nur einem einzigen Hieb ausschalten. Die Ausnahme ist der deutsche Soldat Arnold, ein ähnliches Muskelpaket wie Biff in Indy 3. Der fällt auf den Trickschlag nämlich nicht rein, aber diese Felskugel im Raum oberhalb von ihm bietet ja eine gute Alternative. Aber wer so schräg singt wie er, hat es auch nicht anders verdient. Soll übrigens nicht bedeuten, dass Bushido es verdient hätte, von einer Felskugel erschlagen zu werden. Er singt ja zudem auch nicht schräg, sondern einfach nur ziemlichen Müll.
Während es in Indie 3 noch etliche Hakenkreuze gab, die für die deutsche Fassung entfernt werden mussten, gab es dafür in Fate of Atlantis nur eine einzige Szene, die angepasst werden musste. Überprüfen kann ich das mit meinen für den Serienrückblick zugänglichen Versionen zwar nicht, allerdings bin ich ziemlich sicher, dass in meiner deutschen Floppy-Disk-Version für DOS in Kerners Ausweis im Prologabschnitt das Hakenkreuz noch deutlich zu sehen war. Indiana Jones and the Fate of Atlantis war aber nicht nur spielerisch erheblich besser und vielseitiger als sein Vorgänger. Das 1992 veröffentlichte Spiel sorgte auch mit seiner wesentlich detaillierteren Pixelgrafik und dem quasi durchgehenden Soundteppich für erheblich mehr Atmosphäre. Blieb Indie 3 noch oft stumm, obgleich hier und dort hübsche MIDI-Versionen des Original-Soundtracks von John Williams eingespielt wurden, gab es in Indie 4 kaum eine Szene, in der nicht Musik im Hintergrund läuft und praktisch jede Aktion von einem Soundeffekt begleitet wurde. Die fast ausnahmslos wirklich großartige Musik ist übrigens auch deshalb beachtlich, weil es eben nicht nur um arrangierte Stücke von John Williams geht, sondern tatsächlich um Stücke, die unter anderem von Michael Land und anderen extra fürs Spiel komponiert wurden. Indie 4 war zudem eines der ersten Spiele überhaupt, die es alternativ auch mit einer vollständigen Sprachausgabe gab, der damals sogenannten Talkie-Fassung. Nach heutigen Maßstäben klingen die Sprachaufnahmen zwar ziemlich blechern, trotzdem sie für die Neuauflage vor einigen Jahren überarbeitet wurden und Harrison Ford war nicht als Indie dabei. Trotzdem profitiert das Abenteuer auch heute noch vom Voice-Over, das es bedauerlicherweise bis heute nie in einer deutschen Fassung gab. What now, buddy? I really need to talk to your star. Seit einigen Jahren kann man die Talkie-Version für kleines Geld etwa auf Steam oder GOG erwerben. Der damalige Launch war für mich tatsächlich die erste Gelegenheit, die Version mit Sprachausgabe zu spielen. Davor kannte ich nämlich lediglich eine selbstlaufende Demo, die auf irgendeiner CD eines damaligen deutschen Spielemagazins enthalten war, auf der sich auch eine Vollversion von Secret Weapons of the Luftwaffe befand. Zu sehen war darin diese Zwischensequenz mit Kerner und einem deutschen Nazi-Wissenschaftler, der in der deutschen Fassung nicht Overman, sondern natürlich Übermann heißt. See what Herr Jones has kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this prehistoric knickknack? Abgesehen von meist grottenschlechten Spielen wie Indiana Jones and the Last Crusade, The Action Game, das ich selbst nie gespielt habe, oder dem für mich damals durchaus unterhaltsamen Indiana Jones and its Desktop Adventures, gab es letztlich nur noch zwei weitere Spiele, die ich wenigstens noch anschneiden sollte. Die taten im Prinzip im Kern nichts anderes, als den damals sehr erfolgreichen Action Adventures von Core Design aus der Tomb Raider-Reihe nachzueifern. Zum einen wäre da Indiana Jones und der Turm von Babel aus dem Jahr 1999 zu nennen, an dem erneut Hal Barwood beteiligt war und die Gelegenheit nutzte, Sophia Hapgood erneut einzubauen, ungeachtet dessen, dass sie im alternativen Ende von Fate of Atlantis auch sterben konnte. Schlecht war das Spiel sicherlich nicht, aber am Ende doch nur ein Lara Croft-Abklatsch mit Indiana Jones, das durchaus darunter litt, dass Hal Barwood es in die Zeit des Kalten Krieges verlegte und deswegen nicht die Nazis, sondern die Sowjets, in die das Leben schwer machten. Tatsächlich stand sogar am Anfang mal der Plan im Raum, die Jahre später in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels verbratene Story fürs Spiel zu nutzen. Da George Lucas damit aber schon damals langfristigere Pläne verfolgte, blieb uns der als filmische Misere verendete Alien-Unsinn aber wenigstens in spielbarer Form erspart. Ich verbinde aber auch mit dem Turm von Babel nur bedingt gute Erinnerungen. Als ich mich für den Rückblick erneut mit der hakeligen Steuerung auseinandersetzen musste, wusste ich auch wieder genau, weshalb. Im vier Jahre später erschienenen Nachfolger Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft funktionierte die Steuerung schon besser, aber die insgesamt ordentlichen Bewertungen konnte ich mir insgesamt auch nur durch die Liebe zur Figur Indiana Jones erklären. Danach hatte Indy zwar noch einen Auftritt in Indiana Jones und der Stab der Könige, aber nach den schwachen Wertungen habe ich mir den Kauf letztlich verkniffen und das war wahrscheinlich auch besser so. Noch eine Indie-Enttäuschung brauchte ich jedenfalls nicht. Seitdem gab es, von den Lego-Indie-Titeln mal abgesehen, keine nennenswerten Auftritte des Manns mit der Peitsche in Spielen mehr. Aber manchmal ist es vielleicht auch besser, eine Ikone ruhen zu lassen, damit nicht die Erinnerung an die letzte Enttäuschung, sondern wie bei mir eher die guten Erinnerungen an zwei tolle Adventure-Spiele wieder ins Zentrum des Bewusstseins rücken.
Denn auch wenn selbst mein Serienfavorit Indiana Jones and the Fate of Atlantis erzählerisch und atmosphärisch nicht ganz an meinen LucasArts-Liebling Grim Fandango heranreicht, so ist und bleibt es mit seinen cleveren Puzzles, den vielen alternativen Pfaden und der auch heute noch ziemlich ansehnlichen Präsentation eines der besten Point-and-Click-Abenteuer aller Zeiten. Aber damit möchte ich auch zum Ende meiner Serienrückschau kommen. Wie immer hoffe ich, ihr hattet Spaß damit und werdet demnächst vielleicht auch nochmal selbst nach dem Heiligen Gral oder dem untergegangenen Reich von Atlantis suchen. Die vier in diesem Video gezeigten Abenteuer gibt es in verschiedenen Sprachfassungen im Gamers Global Partnershop GOG.com. Mit Ausnahme von Indiana Jones and the Last Crusade werdet ihr aber auch bei Steam fündig. Dort allerdings gibt es die meisten Spiele ausschließlich in der englischen Fassung. Weitere Serienrückblicke unter anderem zu Gothic, GTA, Tomb Raider oder Monkey Island findet ihr auf gamersglobal.de. Falls ihr uns bei YouTube zuschaut, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement des Kanals.